Der gelbe Buddleia, eine Zuchtform mit kurzstieligen Blüten, wo dann in der Tat auch Honigbienen hingehen können und auch ganz viele andere Tiere, die zum Beispiel einen kleineren Rüssel haben. Bei dem normalen Buddleia, also Schmetterlingsflieder, sind die Blütenkelche sehr tief. Und deswegen kommen dann zum Beispiel hier manche Bienenarten, auch Honigbienen, gar nicht wirklich ran. Aber gut zu wissen, dass es halt Alternativen gibt. Ne? Also hier bei dem Gelben, da habe ich ganz viele Hummeln jetzt gesehen, die letzten Wochen, Monate. Schmetterlinge, wie man gerade gesehen hat, Falterarten und wie gesagt, auch Honigbienen. Oh, da haben wir sie noch. Die Hummel, eine Hummelkönigin. Schönes Bienenweidestrauch.